Im Schatten der alles überragenden Liebfrauenkirche von Antwerpen hat der große Sohn der Stadt in Bronze seinen angestammten Platz. Obwohl der Maler Peter Paul Rubens am 28. Juni 1577 im deutschen Siegen geboren wurde, ist der Barockmeister wie kein anderer mit der flämischen Metropole verbunden. Wegen der Konzentration von Künstlern und Kapital war Antwerpen der ideale Nährboden für die Entfaltung seines Genies. Die Hafenstadt an der Schelde mit der 123 Meter hohen Kathedrale war der Lebensmittelpunkt von Rubens. Von der Kirche, vom Adel und dem reichen Bürgertum erhielt der Künstler hier wichtige Aufträge. Eines seiner wenigen Selbstporträts zeigt einen Mann von kultiviertem und anziehendem Äußeren. Die Art, wie er die Welt sah und in seinen Gemälden schilderte, machten Rubens zum gefragtesten und produktivsten Künstler des 17. Jahrhunderts, aber auch zu einem der einflussreichsten politischen Berater im Europa seiner Epoche. Hier in Antwerpen gibt es nicht nur eine Vielzahl prächtiger historischer Gebäude, sondern auch sehr viele Gemälde von Peter Paul Rubens. Mehr als 50 Gemälde von Rubens sind hier noch vor Ort zu sehen, an den Orten, für die Rubens sie gemalt hat. Weil alle diese Orte in fußläufiger Distanz liegen, wollen wir das Leben und Werk von Rubens in einem Spaziergang zu Rubens erkunden. Gleichzeitig zeigt uns dieser Spaziergang durch die Altstadt auch die Architektur und die Geschichte der Schelde-Metropole. Im sogenannten Flakjesgang scheint die Zeit stehen geblieben. Ein mittelalterliches Gassenlabyrinth, das sich heute noch so präsentiert wie zu Rubens Zeiten. Seine Zeitgenossen und Schüler Jakob Jordaens und Antonis van Dyck wurden hier geboren. Nur wenige Schritte entfernt ragt Onze Lieve Frauenkerk über die Dächer. Belgiens größte gotische Kathedrale ist nicht nur das höchste Bauwerk Antwerpens. Unzählige religiöse Bildwerke zeugen hier von der Bedeutung der Antwerpner Malerei im 16. und 17. Jahrhundert, als die hier ansässigen Künstler Altäre beinahe am Fließband produzierten und in die ganze Welt exportierten. Auch wenn in der Kathedrale fast immer irgendwo renoviert wird, trotz störender Gerüste, kann man hier die stilistische Entwicklung von Rubens anhand von vier herausragenden Gemälden nachvollziehen. Die Himmelfahrt Mariens ist eines davon. Auch im hohen Kirchenschiff der St. Pauluskerk am Viehmarkt ist Rubens durch Kunstsinn und Freigebigkeit reicher Antwerpner Bürger mit geballter musealer Qualität vertreten. In der Dominikanerkirche kann man verfolgen, wie Rubens und seine Malerkollegen Jordaens, Voss, van Dyck und Teniers zwischen 1615 und 1630 den Ruhm des goldenen Zeitalters der flämischen Malerei begründeten. Ihre Gemälde, wie Rubens Anbetung der Hirten, belegen, wie die flämischen Meister sich mit einer neuen, eigenständigen, barocken Formensprache vom italienischen Malstil abnabeln. Engagiert bekennt sich der Katholik Rubens im Gemälde die Verherrlichung der Eucharistie auch als Künstler zur Gegenreformation.